willkommen zu einer weiteren Session Real Farming LS19 meets Reality hier auf der Grünfelder Land bei unserem RP. So, ich habe eigentlich, das LU. Ich hoffe mal, dass die gleich kommen und hier sauber machen. Ich muss aber mal den Hans-Peter anrufen, bei dem ist aber gerade belegt. Dann werde ich erstmal... Wo wollte ich denn hin? Ich glaube, ich wollte die Polizei mal besuchen. Ich gehe mal gerade telefon. Ich rufe die gerade mal an und frage, wo die sind. Ja, hallo, Polizei, Richter. Hallo, Herr Richter. Moment, ich muss gerade mal mein Licht anmachen, sonst kriege ich gleich einen Strafzettel, wenn ich meinen Hof verlasse. Ja. Wo sind Sie denn gerade? Ich hätte ein bisschen Gesprächsbedarf. An der Polizeistation, aber ich kann auch zu Ihnen kommen. Warum? Nö, ich fahre da gern mal hoch, dann sehe ich gerade mal ein bisschen was. Gut, bis gleich. Warten Sie dann einfach vorne im, unten im Flur, ich hole Sie dann in meinem Büro. Okay, gut, bis dann. Tschüss. Tschüss. Und dann mache ich hier mal noch die Schotten dicht. Na? Klappe zu, Affe tot. Gut, dann fahren wir mal kurz zur Polizei, weil ich habe da mal ein paar Fragen. Ich glaube, ich kann geradeaus fahren. Ich habe da ein paar Fragen an den werten Herr. So, gucken wir mal. Ja, ich muss auch ein bisschen mehr, bisschen genauer fahren, aber das kriegen wir alles hin. Solange ich nicht fahre wie andere. Oh ja, die Dieselproduktion, die könnten wir uns auch mal anschauen. Das wäre vielleicht so ein Ding, was wir uns kaufen könnten. Da schaue ich gerade mal. Nee, ich habe keine Zeit. Ich guck dann nachher vorbei. Oh, Wildgefahr. Das ist immer ein bisschen doof. Ich guck mal ein bisschen nicht, dass er ein Wild vors Auto springt. So. Ich musste nämlich gerade mal was fragen hier. Hab da nämlich eine Idee, wie wir ein bisschen Geld verdienen können. Gut, können wir reinfahren hier. Na. Dum-dum-dum-dum-dum. Sind wir hier schon wieder in Hellenbergen. Da ist ja auch der Händler. So, wie ihr wisst, nehmen wir heute immer ja 2 Stunden auf. Und dann seht ihr jeden Tag eine Folge RP bei mir auf dem YouTube-Kanal. Oh Gott. Alter, war das laut. Und, ganz schön eng die Straße hier. Mit der Leitplanke, aber die ist wichtig, Leute.
du. Boah, da sind wir ganz schön lange unterwegs. Ey, wir sind jetzt schon knapp 5 Minuten unterwegs, Realtime. Nächste Woche werden wir schon auf der Version spielen, die ihr dann auch downloaden könnt. Also dazu dann einfach mal auf Modhoster schauen, da wollen wir die eigentlich veröffentlichen. Ich hoffe, dass es klappt. Ich habe heute was gelesen, dass die ein bisschen Probleme haben. Aber ich denke, das wird dann auch wieder gehen. Ich hoffe mal, dass ich da jetzt wirklich ein bisschen schneller bin, wie ich hier fahre. Ne, ich glaube, das lohnt sich nicht. Ich glaube, wenn du die Umgehungsstraße fährst, dann bist du ein bisschen schneller. Weit ausgeholt. Gut, dann sind wir gleich da. Da oben steht er schon rum. So. Ganz schön dunkel hier. Ich glaube, die brauchten auch noch ein bisschen Licht. Hallo. Hallo. Mit wem habe ich jetzt hier zu tun? Volker Varuna ist hier. Hallo. Wir haben uns ja noch gar nicht so wirklich. Doch, sie hatten mich mal kontrolliert. Ich mache mal ein bisschen Licht, weil sie haben hier irgendwie so dunkel. Oder funktionieren ihre Lichtschalter nicht? Nee. Schade. Bei uns ist leider hier irgendwie was mit Licht, ist mir auch schon aufgefallen. Ja. Dann kommen Sie doch mal bitte mit. Ja, ich komme, ich folge Ihnen. Na, ich bin so dick. Moment. Ich habe, glaube ich, keinen Schlüssel hier. Ah, jetzt. Oh. Die Türe hat ein bisschen geklemmt. So, schön haben sie es hier. Groß, groß, groß. So. Dann nehmen Sie hier doch mal bitte Platz. Ja. Was haben Sie denn auf dem Herzen? Eine Sache eigentlich. Zum einen wollte ich mal nachfragen. Sie haben ja letztes Mal einen Führerschein kontrolliert. Und auch die der anderen Bewohner hier in Grünfeld. Ja. Und jetzt habe ich einfach die Frage, waren da denn alle fahrberechtigt? Also ich habe ja schon einiges großes Gerät gesehen. Bin mir da nicht sicher, ob da alle die Fahrerlaubnis dafür haben. Ich habe mich jetzt noch nicht mit meinem Kollegen deswegen unterhalten, aber da, wenn da jemand ohne Fahrerlaubnis fährt, dann klärt sich das. Weil ich habe gerade nebenbei so einen Kurs gemacht und habe inzwischen die Fahrlehrerlizenz. Echt? Und zwar für alle Fahrzeuge, die in Grünfeld gekauft werden können. Okay, das ist ja interessant. Und deshalb habe ich einfach überlegt, ob da schon alle eigentlich die Fahrerlaubnis haben. Ja, aber wenn da jemand keine Fahrerlaubnis hat, dann kann das auch mit längeren Strafen, dass er dann keinen Führerschein haben darf. Ja, zumindest müsste er dann ja mal einen Führerschein machen. Wenn er das noch nicht fahren darf. Ja, Sie hatten gesagt, Sie haben noch was auf dem Herzen. Ja, und das andere ist, gibt es eine Steuerprüfung? Im Moment noch nicht, warum? Okay.
Ich weiß nicht, ob alle Steuern richtig bezahlt werden. Okay, wissen Sie denn, wer sich um Steuersystem kümmert? Wer was macht? Wer sich um Steuersystem kümmert? Weiß ich jetzt nicht genau. Müsste man mal gucken, ob da vielleicht ein externer Prüfer irgendwann kommt oder so. Ja, weil das wäre schon nicht ganz schlecht. Okay, dann müsste man da mal. Aber wir haben ja, morgen früh ist ja gleich die Gemeinderatswahl. Vielleicht Okay. kündigt sich da dann. Kündigt sich ja da dann auch ein Steuerprüfer an. Oder das wird dann Ja, geklärt. keine Ahnung. Okay. Gut. Das wäre es dann eigentlich schon gewesen. Ah ja, und ich habe noch eine Information für Sie. Die wird Sie Ja. wahrscheinlich freuen. Ich habe gehört, dass Umbauarbeiten hier stattfinden werden. Okay. Und Sie nächste Woche neue Unterkunft kriegen sozusagen. Echt? Ja. Das freut mich aber. Also Sie werden ein neues Gebäude. Das wird können wir vielleicht gerade mal Ja, klar. gucken wir mal gerade mal. Ich gehe mal hier in die Herrentoilette, weil Damentoilette ist nicht so meins. Also wenn Sie da nach hinten schauen, da soll eine polnische oder chinesische Firma, die sind ganz schnell mit dem Aufbauen, da soll ein neuer Polizeitrakt hinkommen. Okay. Ja, Das ja. freut mich aber jetzt richtig. Da haben sie sogar dann direkt eingebaute Zellen und so. Bestimmt auch ein paar Büros oder ein großes oder so. Da haben sie alles. Da ist alles drin, habe ich Das ist ja gehört. mal top. Ich bin ja im Moment Dann, noch im Gemeinderat, deshalb kriege ich ja da ein paar mehr ja, Informationen. wir wissen davon gar nichts von der Polizei aus. Wir kriegen solche Sachen erst dann gesagt, wenn die durch sind. Ja, so, Sie kennen ja den deutschen Staat, das ist halt bei uns so. Das ist so. Ja, Sie werden dann auch einen Abstellplatz für Abschleppfahrzeuge bekommen. Okay. Genau. Okay, Gut. Dann noch gut. einen schönen Abend Ihnen. Jo, wünsche ich Ihnen auch und bis die Tage, ne? Ja, wir sehen uns ja Also bestimmt auf bis der morgen. Wahl. Ja. Jo, bis dann, tschüss. Tschüss. Moment. Finden Sie selber wieder raus? Ja, ich bin raus, danke. Okay, tschüss. Tschüss. Hoffe ich zumindest mal. Ja, guten Tag. Guten Tag, Hans-Peter. Ja, das ist richtig. Moment, ich muss gerade mal gucken, ob das die, ja, das ist die richtige Türe. Ich wollte mal nachfragen, hast du inzwischen die Steuern ausgerechnet? Was? Für das, was ich dir noch schulde? Ach, nee. Okay, ich Das, habe aber inzwischen gerechnet. das tut ja. Das wären meiner Meinung nach, Moment, 16.400, 19.900, 20.400, 42.400, nee, Das 43.400. klingt gut. Das überweise ich dir mal gerade. Ich sitze gerade im Auto. So macht es. Wo ist denn deine Bankverbindung? Hier. Was habe ich gesagt? 43,4. Das ist richtig. Gut. Und die. Oh, ich stehe auf dem Schlauch. Die. Ja, wie heißt's? Ich weiß nicht, was du meinst, also dann stell mich voran. Die Rechnung vom Harry Hofer und vom Ja. Dings hier, vom anderen, vom Jürgen, die habe ich dir auch zugeschickt. Ja, danke schön. Gut, Werde ich also. mich mal, wenn ich eine ruhige Minute drauf dran setzen. Okay. Du denkst halt an meine Gewinnbeteiligung, wenn du Bock hast. Ja, mach ich. Gut, bis dann. Danke. Tschö. So, ich fahre jetzt mal direkt nach Feldkirchen, werde mir da ein Hotelzimmer nehmen. Und da die Nacht verbringen. Weil wenn ich jetzt nochmal heimfahre, das lohnt sich nicht.
So. Gut, also mein Plan ist jetzt einfach, dass ich, wir machen hier eine kleine Fahrschule auf und werden für die einzelnen Fahrzeuge natürlich dann Fahrschulkurse anbieten. Und ja, so ein bisschen Geld verdienen, ne? Das ist, denke ich, ein ganz guter Plan. Irgendwo, da kommt die Brücke. So. Dann sind wir nämlich gleich in Feldkirchen und dann können wir da pennen. Morgen gibt es dann die Gemeinderatswahl, beziehungsweise die Vorstellung der neuen oder zur Wahl stehenden Gemeinderäte. Ups.